Achtung! Die Pflanze ist leider sehr giftig. Das heißt, weder Menschen noch Tiere dürfen sie essen. Das heißt, insbesondere wenn man kleine Kinder oder Tiere im Haushalt hat, muss man sehr darauf aufpassen, dass diese nicht die Pflanze erreichen, damit sie sich nicht aus Versehen vergiften. Sie muss in der Helligkeit bis Halbschatten stehen, damit sie wachsen kann und damit ihre Blätter ihre charakteristische Farbe zeigen. Wie man hier zum Beispiel sieht, hier sind schöne weiße Maserungen dran. Das gibt es leider nicht, wenn die Pflanze lange im Schatten stand. Das war bei dieser hier der Fall. Sie steht erst seit kurzem in der Helligkeit. Deswegen sieht man zum Beispiel hier, die Blätter sind dunkelgrün und noch sehr klein, weil sie einfach nicht weiter wachsen konnten. Damit die Pflanze gut überleben kann, brauchen wir natürlich nicht nur Licht, sondern auch Wasser. Die Pflanze ist dort auch sehr pflegeleicht. Es ist relativ einfach herauszufinden, wann man diese Pflanze gießen muss und wann nicht. Man nimmt nämlich einfach einen Finger und steckt ihn in die Erde. Wenn die ersten 2 cm trocken sind, dann muss man sie gießen. Das ist bei dieser gerade noch nicht der Fall. Die Erde ist noch relativ feucht. Das merkt man auch daran, dass sie noch verhältnismäßig gut aneinander klebt, aber ich muss sie wahrscheinlich morgen oder übermorgen dann einmal gießen. Die Pflanze hat leider keine Blüten in Zimmerkultur, deswegen muss man sie über Stecklinge vermehren. Das ist aber auch kein großes Problem. Man kann sie in Helligkeit bis Halbschatten sehr gut in die Wohnung stellen. Sie ist eine Pflanze, die sehr gut Wohnungstemperatur und Wohnungsklima ab kann. Und dazu erhöht sie auch noch die Luftfeuchtigkeit. Das ist sehr angenehm, falls man heizen sollte, weil dadurch die Luft einfach ein bisschen angenehmer zu atmen wird. Die Efeutute reinigt die Luft besser als andere Pflanzen. Sie ist eine der 10 besten Pflanzen tatsächlich, um Wohnungsluft zu reinigen. Sie filtert beispielsweise vom Aldehyd Nikotin und Ammoniak aus der Luft. Das können nur sehr wenige Pflanzen und es ist super gesund, insbesondere falls jemand einmal in der Wohnung geraucht hat. Das kann die Luft bereinigen und dann riecht es auch einfach wesentlich angenehmer und frischer in der Wohnung. Das können auch viele meiner Gäste bestätigen.